bin auf dem Strand wieder zurückgekommen. Ich muss gleich mal duschen gehen. Ich sehe nämlich ziemlich zerstört aus. Ich habe noch überall Sand. Ich fühle mich so klebrig von der Sonnencreme. Aber ich wollte das Video kurz anfangen, weil ich habe gedacht, dass ich nochmal so eine Abendroutine mache. Weil ihr fragt immer, ob ich eine Routine machen kann. Und ich glaube, eine Abendroutine habe ich lange nicht mehr gemacht. Deshalb dachte ich mir, jetzt zeige ich dir das mal, was ich heute Abend so mache. Morgen ist wieder Schule, deshalb ist es eine Schule... ich wollte gerade Nachtroutine sagen, Abendroutine. Bitte wundert euch nicht, was ich hier habe. Das ist vom Selbstbräuner, mein kleiner Selbstbräunerunfall. Weil ich habe mich, bevor ich den Selbstbräuner drauf getan habe, nicht gepeelt. Das war ein großer Fehler. Bitte peelt euch, bevor ihr euch selbst bräunt. Weil jetzt habe ich da überall so Flecken, seht ihr das? Ich muss es gleich mal versuchen, in der Dusche so abzuschrubben mit so einem Peeling. Auf jeden Fall, ich habe meinen neuen Bikini hier angehabt. Den wollte ich eigentlich auch noch zeigen. Hier ist die Hose. Oh Gott, ihr steht auf dem Stativ. Wish me luck, dass ihr nicht runterfallt. Das ist die Hose hiervon. Hatte ich aber nicht an, weil es war noch zu kalt. Ich bin eh nicht ins Wasser gegangen. Deshalb hatte ich meine Shorts an. Und ja, wir können mal eben gucken, wie viel Uhr es ist. Damit ihr wisst, wenn meine Abendroutine anfängt, das ist es 17.42 Uhr. Also es ist gleich 6 Uhr. Und ich finde so ab 18 Uhr ist Abend, obwohl es noch richtig hell ist. Aber es ist auch Zeitumstellung jetzt, das heißt, es bleibt noch länger hell. Auf jeden Fall muss ich jetzt unter die Dusche hüpfen. Mache aber nicht die Haare heute, weil meine Haare, ich habe hier so eine Strähne drin. Guck mal, sieht das nicht gut aus? Und ich habe die gestern erst gewaschen. Ich will meine Haare nicht so oft waschen, jetzt muss ich diese doll strapazieren. Leute, ich muss die Shutter zumachen, weil der Architekt von diesem Haus so schlau war und ein Fenster in die Dusche gebaut hat. Ich fühle mich leicht beobachtet. Ich bin fertig. Boah, Leute, ihr kennt das doch, oder? Das beste Gefühl ever ist, nach dem Strand duschen zu gehen. Ich habe mich jetzt angezogen. Das habe ich an. Die Jogginghose hier. Die ist so, so schön. Ich liebe die. Die ist von Pretty Little Thing. Das T-Shirt ist von der gleichen Marke. Und ja, unten riecht schon so lecker. Wir essen nämlich gleich. Aber vorher wollte ich hier noch ein bisschen aufräumen, weil... Guckt euch das mal an, also ich hasse das zu schlafen, wenn die Sachen überall rumliegen, das kann ich nicht. Und deshalb räume ich jetzt das mal weg, also das ist alte Wäsche. Ich muss gucken, was in die Wäsche muss. Und das ist neue Wäsche. Ich muss eigentlich jeden Tag Wäsche wegräumen. Das mache ich jetzt mal eben, damit ich das vor dem Essen noch schaffe, weil nach dem Essen mache ich das, glaube ich, nicht mehr. So, alles leer, alles schön weggeräumt. Und jetzt muss ich aber erstmal meinen Ranzen packen. Ich muss auch mal gucken, was ich überhaupt für Stunden morgen habe. Ich kann meinen Stundenplan nämlich immer noch nicht auswendig. Montag, Doppelstunde Deutsch, Doppelstunde Englisch, Philosophie, Französisch, Physik und Spanisch. Okay, das heißt, ich muss auf jeden Fall mein Englisch-Workbook einpacken und mein Französisch-Arbeitsheft. Ja, dann muss ich noch mein iPad aufladen, weil das Gute ist, wir haben unsere Bücher halt auf dem iPad, dann müssen wir die nicht mitschleppen. Aber dieses iPad hier, ich weiß nicht, ob das das Modell von 1780 ist, aber das lädt so unglaublich langsam. Also wenn ich mein Handy oder mein anderes iPad einstecke in die Steckdose für so 10 Minuten, lädt das bestimmt 20, bei meinem Handy bestimmt 30%. Und dieses Ding, das lädt vielleicht 6%. Das ist so lahm und es nervt so hart, weil ich will das halt nicht über Nacht anstecken. Und das ist halt nie richtig voll. Deshalb mache ich es halt jetzt schon mal dran. Diese schöne Hülle habe ich übrigens auch nicht selber da drum gemacht. Das hat unsere Schule gemacht. Wir müssen die da drum haben. Und es sieht mein iPad schöner aus. Ja, jetzt gucke ich mal, ob ich mein Workbook schon hier drin habe. Mein Mäppchen. Hier, Greenline, mein Englisch-Workbook und mein Französisch-Grammatik-Heft. Ich muss noch mal ein Französisch-Arbeitsheft holen. Ich war jetzt extra unten und habe es gesucht. Und dann ist mir eingefallen, dass ich das in meiner Schule unter meinem Tisch habe. Das heißt, ich habe jetzt nur noch mein Vokabelheftchen hier. Weil manchmal haben wir so ein bisschen frei
lernen in Französisch und dann lerne ich mal Vokabeln. Das packe ich jetzt noch hier mit rein. Noch mal ein Mäppchen. Und jetzt schaue ich noch auf meinem iPad bei den Fächern, die wir morgen haben, was wir da als letztes so gemacht haben. Und ob ich alle Hausaufgaben habe dafür. Ich habe jetzt gerade hier für Englisch mir noch mal ein paar Notizen gemacht gehabt, weil ich hatte meine Tabelle noch nicht zu Ende gemacht. Und das war es eigentlich auch. Mehr muss ich gar nicht machen für morgen. Und jetzt lasse ich dieses iPad hier mal laden, damit ich morgen genug Prozent habe. Ja, jetzt ist mein Ranzen fertig für morgen. I'm done. Und jetzt gehe ich mal runter gucken, ob Essen schon fertig ist. Oh mein Gott, Leute, diese Kerze, die riecht so lecker, aber die ist bald alle. Oh nein. Okay, ich habe jetzt gerade mal hier alles schön gemütliches Licht angemacht. Ich habe hier so ein bisschen Stretchen. Okay, ich bin fertig. Es tat voll gut. Ich hoffe, meine Rückenschmerzen gehen jetzt weg. Ich muss mich, glaube ich, einfach mehr aufwärmen, bevor ich irgendwas mache, weil ich habe so unaufgewärmt Bogengang gemacht. Ich lag es daran. Aber ich fühle mich auch entspannt jetzt. Ich mag so Yoga-Sachen. Am Anfang dachte ich mir immer so, hä? Was ist das denn mit diesem Atmen und so? Aber es hilft wirklich. Ich fühle mich danach immer so viel mehr entspannt. Jetzt mache ich gerade hier meine Nägel, weil ich habe ja immer so Shellac drauf. Und dann mache ich da immer so Nagelhautöl drauf. Den habe ich mal gekauft. So ein Nagelpflegestift von Alverde. Sieht man das? Hat so einen kleinen Pinsel. Und das mache ich voll gerne. Manchmal geht meine Nagelhaut hier so ein bisschen ab. Und dann mache ich dieses Nagelöl da drauf. Und dann ist alles wieder gut. Ich habe mir auch diese Glossy Lip Balms gekauft. Falsch, nee, richtig rum. Und da steht auch drauf, dass man das auf die Nagelhaut machen kann. Aber ich will den nicht so verschwenden für meine Finger. Deshalb benutze ich hier diesen Nagelpflegestift. Manchmal feile ich meine Nägel auch. Manchmal habe ich ja so meinen Shellac, der dann so rausgewachsen ist. Und dann bricht ein Nagel schon mal ab. Dann feile ich den, bis ich dann meine Nägel neu mache. Aber jetzt habe ich die gerade erst neu gemacht. Deshalb mache ich hier ein bisschen Pflege drauf. Meine Nagelmacherin, zu der ich immer hingehe, meinte, wenn meine Finger mal nicht alle abbrechen, dann machen wir die mal richtig so schön lang, meinte sie. Weil ich mache immer so kurze Nägel, weil einer immer abbricht. Und wenn dann alle mal lang sind, dann sieht es nicht so doof aus, wenn ich meine Nägel dann alle lang habe. Weil sonst ist immer so einer, der dann so kurz ist. So sehen meine Nägel übrigens aus. Seht ihr das? Das ist so French in verschiedenen Farben. Mann, diese Kamera, die stellt einfach nicht scharf, wartet. Ich habe Licht angemacht. So sehen meine Nägel aus. So verschiedenfarbiger French. Ich finde die Farben alle voll schön, so für Frühling. Ja, und jetzt, wenn ich hier fertig bin, gehe ich runter und dann gucke ich was mit meinen Eltern im Fernsehen. Also es kommt immer drauf an, so auf den Tag, ob ich was hier in meinem Zimmer gucke, auf dem Beamer oder auf dem Laptop oder so, oder mit meinen Eltern halt zusammen. Heute sind noch meine Brüder da, deshalb wollen wir alle was zusammen als Family schauen, deshalb gehe ich jetzt mal runter. Okay, wir haben uns jetzt für den Bachelor entschieden. Wir lieben Trash TV. So, wir sind jetzt fertig mit gucken. Das war sehr lustig, Bachelor. Und ich mache jetzt ein bisschen Bett fertig. Wir haben jetzt mittlerweile 22.13 Uhr. Ich habe mir schon meinen Schlafanzug angezogen. Ich habe den hier an. Der ist von Brandy, mag ich voll gerne mit diesem
süßen Höschen von Brandy immer. Und ja, ich gehe jetzt erstmal Zähne putzen im Bad und dann schminke ich mich ab. Okay, ich bin jetzt bei mir Zellenwasser mitgenommen. Ich schmink mich immer damit hier ab. Einfach von Garnier dieses normale Micellengesichtswasser. Guck mal, hier ein bisschen dunkler ist mit Mühe. Bisschen zu hell. Muss mir dringend mal meine riesen Wattepads kaufen. Ich habe sonst immer so größere Wattepads. Mag ich irgendwie lieber. Und dann mache ich hier einfach so mein Make-up mit ab. Ich habe früher immer mein Gesicht gewaschen, halt mit so richtigem, wie nennt sich das jetzt? Reinigungsgel. Aber dann hat mein Hautarzt mir gesagt, dass ich eher nicht sowas benutzen soll, sondern etwas so ohne Alkohol drin, weil meine Haut so fettig wäre und dann irgendwie noch mehr Pickel kommen würden. Und dann war ich so, alright. Dann habe ich jetzt auch noch mal mit diesem Micellenwasser das gemacht und es hat, glaube ich, auch schon was gebracht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Haut nicht mehr ganz so fettig dadurch ist. Okay, ja, ich hole mal eben ein anderes Skincare-Zeug, ich habe vergessen mitzunehmen. Okay, manche benutze ich das morgens, manche aber auch abends. Das ist hier mein Niacinamide-Serum. Das mag ich echt gerne. Das ist fast leer, leider. Muss mir das dringend nochmal holen. Dann mache ich einfach hier so ein bisschen auf mein Gesicht. Ich klappe das so ein. Au! Was bei mir ganz komisch ist, ich habe meistens immer Pickel auf der Seite. Nie auf der. Und ich bin immer so, hä? Aber jetzt ist hier dieser Pickel gekommen. Der ist schon so lange da, ich habe ihm sogar einen Namen gegeben. Der heißt Fred. Ich mache jetzt immer noch ein bisschen Feuchtigkeit das hier drauf. Dieses Hydration Serum von Junk Elephant. Okay, und jetzt mache ich noch meine Pimple Patches drauf. Wie diese kleine süße Dose. Ich muss mal gucken, ich hatte immer noch so viele davon. Deshalb habe ich mir auch keine neuen bestellt, weil ich dachte, ja, ich habe noch voll viele. Und jetzt sind irgendwie fast alle leer. Sehr schön. Warte, ich kann so in die Schule gehen mit diesem Ding drauf. Habe ich jetzt uns überlegt. Und jetzt mache ich noch ein bisschen Coconut Balm drauf. Okay, und ich bin ready. Ich überlege gerade, ob ich auf mein Zöpfchen so drin schlafe oder nicht. Ich habe Angst, dass ich am nächsten Tag dann hier nur so Locken vorne drin habe. Ich überlege gleich mal. Ich habe mir jetzt gerade mal was übergezogen. Mir war noch ein bisschen kalt in meinem kurzen Schlafanzug. Und ich lasse meine Haare jetzt einfach so. Also ich lasse meine kleinen Zöpfe da vorne drin und diese Strähne auf. Weil ich kann das morgen einfach noch so lassen. Weil ich glaube, ich möchte mir jetzt einfach hier an der Seite einen lockeren Zopf. Und dann habe ich morgen ein bisschen Wellen da drin, ne? Ich packe da gleich so ein Zeug rein und damit locken sich die Haare so gut. Also dann hält das viel länger. Hier, das tue ich da rein. Das ist von Vita Coco Coconut. Und das mache ich einfach immer in meine Haare rein, nur in meine Längenspitzen. Und das pflegt die Haare so gut. Das riecht auch richtig gut. Ich habe davon auch die Spülung gehabt und das Shampoo mal. Und die Haare werden davon so weich und dann halten meine Wellen durch den Zopf morgen länger. Jetzt hier noch ein bisschen auseinander, habe ich mal ein paar Beach Waves. Okay, gut. Ich bin jetzt fertig und ich gehe jetzt auch schlafen. Also das war's meiner Abendroutine. Ich weiß natürlich nicht, ob ich noch einen Shoutout machen soll oder nicht. Finde ich Shoutouts gut, nicht gut? Ich denke, manche, das ist manche gar nicht interessiert, aber ich finde es eigentlich immer ganz cool. Heute grüße ich mal The Kibby. Sie hat geschrieben, mega tolles Video. Es hat mich mega motiviert, heute noch zu lernen für die Schule. Das ist unter meinem Lernvideo und es freut mich sehr, dass ihr so oft geschrieben habt, dass ich euch motivieren konnte. Du bist einfach die beste YouTuberin. Ich würde mich mega freuen, wenn du dich mal grüßen könntest. Ganz liebe Grüße gehen raus an dich. Danke für deinen lieben Kommentar. Und ja, ich wünsche euch eine gute Nacht, falls ihr Abend schaut. Ich gehe jetzt ins Bett. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Könnt gerne den Daumen nach oben da lassen, falls es euch gefallen hat. Und abonniert auch gerne meinen Kanal. Ist kostenlos. Einfach auf den roten Abonnieren-Button drücken und dann seid ihr Teil der Mavi Family. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye, euch lieb!